Ja, hallo liebe Freunde der Vornburger Brauerei, ich bin der Felix, bin der Braumeister hier am Standort und ich freue mich, dass wir heute eine Serie starten, wo ich euch unser Produktsortiment vorstellen werde. Und heute beginnen wir mal mit unserem Weizenbier. Es ist ja so, Weizenbier wird hier am Standort bereits seit 2008 produziert. Es ist 2008 ein neuer Hefekeller gekommen und der ist auch notwendig, dass man überhaupt Weizenbier dann hier machen konnte. 2008 eigentlich schon relativ früh, damals hat es noch gar nicht so viele Weizenbiere in Österreich gegeben. Und man braucht eben für das Weizenbier einen anderen Hefestamm, als wie zum Beispiel jetzt fürs Jubiläum. Und deswegen neuer Hefekeller. Dann konnte auch eine neue Hefe, in dem Fall eine obergärige Weizenbierhefe, eingesetzt werden. Und das ist eigentlich so wirklich dann die entscheidende Geheimzutat für diese angenehm fruchtigen Weizenbieraromen, die ja für den Bierstil einfach typisch sind. Und ja, deswegen machen wir schon seit 14 Jahren hier in Bludenz Vorarlberger Weizenbier. Ja, wie gesagt, einerseits Besonderheit natürlich die Hefe, andererseits klarerweise, wie der Name schon sagt, man hat natürlich auch einen Weizenbieranteil drinnen im Vergleich zu anderen Bieren, wo nur Gerstenmalz verwendet wird. Der Hopfen, der hält sich meistens eher ein bisschen zurück beim Weizenbier. Also man schaut da wirklich, dass der Fokus sehr stark auf den fruchtigen Aromen liegt, die von der Hefe kommen. Und ja, wichtig natürlich auch eine schöne Perlage, also wirklich prickelnd, ein bisschen höhere Kohlensäure, dass das eine schöne Erfrischung dann ist. Und ja, ich freue mich selber jetzt auf ein bisschen eine Erfrischung. Wir starten bald ins Wochenende und dementsprechend kann man sich schon mal ein Wochenendbier ja dann auch genehmigen. Vornburger Weizenbier gibt es natürlich einerseits in der Flasche, aber andererseits auch vom Fass, also gerade bei den ganzen Skihütten in den traumhaften Skigebieten Vorarlbergs gibt es das Weizenbier dann auch vom Fass, aber natürlich auch in der Flasche. Was wir da jetzt schon beim Einschenken sehen, Weizenbier ist nicht filtriert, also sprich, das Bier kommt direkt vom Lagertank Richtung Abfüllung, also der Schritt der Filtration, wo die Hefe ja sonst herausfiltriert wird, wie bei anderen Biertypen, die wird da weggelassen und ja, deswegen kriegt man da eine feine, schöne Trübung. Beim Flaschenbier, wenn man es jetzt einschenkt, ihr seht eh, ich habe jetzt das recht schwungvoll eingeschenkt, wir haben da schon mal eine stabile Schaumkrone gebildet und jetzt bleibt da noch ein bisschen was drinnen. Schwenken wir uns ein bisschen auf, weil die Hefe, die hat sich aber, das Bier jetzt hier in der Flasche war, abgesetzt und jetzt versuchen wir, dass wir die Hefe noch schön auch hineinbringen. Und dann wird die Trübung jetzt noch ein bisschen intensiver. Setzen dem Bier eine feine Krone auf und das schaut ja wirklich wunderbar und zum Anbeißen aus. Jetzt riechen wir mal hinein und da merken wir schon, also diese fruchtigen Aromen mit unserer Weizenbierhefe, mit unserem eigenen Stamm, kriegen wir richtig schön feine, bananige Aromen hinein. Also die Hefe, die leistet da echt einen tollen Beitrag für ein gewaltiges Aroma. Und das macht schon richtig Lust dann auf den ersten Schluck. Vielleicht habt ihr euch ja zu Hause auch Weizenbier eingekühlt, dann könnt ihr euch ja auch gerne eins aufmachen. Ich genehmige mir jetzt einmal den ersten Schluck. Ah, herrlich erfrischend. Also diese fruchtigen Aromen werden ideal am Gaumen bestätigt. Irrsinnig tolle Erfrischung, natürlich auch dann, wenn man am Bergum ist, ein traumhaft erfrischendes Getränk und ja, auch ein toller Speisenbegleiter. Also Weizenbier ist recht flexibel zu vielen Gerichten, kann man auch gut zu Fisch zum Beispiel einsetzen. Und ja, für all diejenigen, die jetzt vielleicht noch auf der alkoholfreien Seite zum Beispiel bleiben möchten, wir haben seit 2014 machen wir auch alkoholfreies Weizenbier. Das können wir aber dann in einer zukünftigen Bierpräsentation noch mit eingehen. Und für diejenigen, die es ein bisschen kräftiger wollen, gibt es auch noch den Vornburger Weizenbock.
Also wir haben wirklich eine gewaltige Weizenbier-Braukompetenz hier am Standort in Vornburg und ist auch bestätigt worden. Also in der aktuellen Falstaff-Bierverkostung ist Vornburger Weizenbock und Vornburger Weizen auf Platz 1 und Platz 2. Also haben wir wirklich auch österreichweite Bestätigung, dass wir da ganz vorne mitspielen. Liebe Vornburger Bierfreunde, ich hoffe, ihr vergönnt euch jetzt auch einen Schluck zum Wohle. Prost, bis zum nächsten Mal.